Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dunnebär TV. So, ich bin endlich wieder da. Noch nicht hundertprozentig, aber zumindest 90% fit. Das sollte reichen, um hier die Aufgaben zu lösen, die ich hier noch so vor mir habe, bevor es in die nächste Horde nachgeht. Ja, wir fangen heute erstmal damit an, hier einmal einen Mörser aufzustellen. Und zwar hatte ich, glaube ich, am Ende der letzten Folge, schon ein paar Tage her, angekündigt, dass ich ja einmal testen möchte. Wobei, was mir gerade auffällt, hier das Ding hinzubauen, ist totaler Murks, ne? Weil, das ist ja viel zu nah dran. Da schießt er ja gar nicht, der Bursche. Müssen wir noch mal ein bisschen weiter nach hinten. So, alles abgerissen. Versuchen wir es hier noch mal neu aufzubauen, das ganze Zeug. Gehen wir hier noch mal auf die Brücken. Nehmen hier einfach mal drei Stück dran. Ich denke, das ist okay. So, und dann hier einen dran. Da einen dran. Und jetzt den Mörser da drauf. Seile fehlen. So, jetzt haben wir genug und los geht der Spaß. Also, schauen wir mal, ob wir das Ding hier irgendwie hingebaut bekommen oder ob er mir hier Schwierigkeiten macht. Wegen den Windkrafträdern, ne? So, müssen wir mal kurz gucken. Das kriegen wir aber schon irgendwie hin. Meint genug Platz, um hier jetzt die Plattform noch ein bisschen zu vergrößern, habe ich ja. Dann machen wir es halt auf die Art. Irgendwie kriegen wir das schon geregelt. So, also das wäre eigentlich so die optimale Richtung. Wenn wir das jetzt so hinkriegen. So, und dann bauen wir uns hier jetzt mal ein paar Wände drumherum. Hier geht's nicht. Hier würde es gehen. Das fehlt schon wieder Seile. So, jetzt sollten wir aber genug haben. Also, dann holen wir uns hier nochmal eine Wand rein. Also hier geht es aus irgendwelchen Gründen nicht. Das ist ja schon mal interessant. Hier kann ich aber eine setzen. Und hier geht es auch schon wieder nicht. Hier wird es gehen. So, Ziel der ganzen Story ist ja, dass das Ding nur da vorne hinschießt. Ich bin echt gespannt, ob wir das irgendwie hinbekommen, dass er das macht. Auch mit den Wänden. Habe ich noch Kabel dabei? Jawohl. Dann schauen wir mal, ob wir mit dem Strom hier weit genug kommen. Ich glaube es ja irgendwie noch nicht. Nee, leider nicht. Müssen wir noch eine Bodenzwischensteckdose hier hin basteln. Da. Haben wir Gott sei Dank auch noch genug Mats für. Also kein Problem. Stellen wir einfach mal hier hin. So. Nee, das ist falsch. So muss das. Ja, ansonsten für die Leute, die es interessiert, ich hatte Mandelnentzündung. Das heißt, ja, auf Deutsch einen dicken Hals und das Ganze mit heftigen Fieberts. Ich war jetzt fast 2 Wochen außer Gefecht. So lang hat es mich ehrlich gesagt in der Vergangenheit noch nie erwischt. Also schon richtig übel. Mich auch ehrlich gesagt geärgert vom Timing her. Ich war jetzt kurz davor, die 1000 zu knacken, als das passiert ist. Und ich habe es ja auch in den letzten Folgen schon mal an der einen oder anderen Stelle angekündigt, dass ich mich da sehr drauf freue. Und dann stehe ich irgendwo bei 995 Abonnenten und dann kann ich nichts mehr produzieren, weil ich kaum noch sprechen kann. Hat mich tatsächlich ein bisschen geärgert, aber was mich dadurch trotzdem doppelt und dreifach nochmal gefreut hat, ist, dass ich trotz dessen, dass ich nichts produziert habe, die 1000 Abonnenten da geknackt habe. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an alle da draußen. Finde ich mega cool. Hat super funktioniert das Ganze. Und ja, jetzt geht es hier natürlich mit ganz normalem Content weiter. Da fehlt jetzt noch Ziegel und Zement. Das können wir gerade noch besorgen. Es wird aber jetzt für die nächsten Tage erstmal noch ein paar kleinere Änderungen geben. Oder was heißt kleinere, sind schon größere. Und zwar werde ich jetzt im Moment erstmal nur ein Video am Tag rausbringen. Und da 2 Staffeln laufen, werde ich das so halten. Ich muss nochmal los Steine besorgen. Werde ich das so halten, dass ich Night of the Dead und Subsistence immer abwechselnd mache. Und ja, dadurch, dass wir dummerweise eine 7-Tage-Woche haben, werde ich dann einen Tag in der Woche nehmen und dort irgendwas anderes machen, einen Guide oder vielleicht einen Angezockt oder so. Und das wird der Mittwoch sein. Ja, also, ach, das ist ja gar kein Stein, das ist ein Schwein. Da also bitte nicht wundern. Das heißt, ihr werdet jetzt heute Night of the Dead sehen und morgen wird dann entweder gar nichts kommen oder ein Angezockt. Und ab Mittwoch geht es dann, beziehungsweise Entschuldigung, ab Donnerstag geht es dann ganz normal wieder mit Subsistence weiter. Freitag Night of the Dead und so weiter. Und den Donnerstag-Stream, den werde ich nach wie vor donnerstags weiter belassen und werde das dann ungeschnitten sonntags präsentieren. Hat einfach den Hintergrund,
Ich war jetzt 2 Wochen außer Gefecht. Das hat nicht nur YouTube beeinträchtigt, sondern die 20 anderen Baustellen, auf denen ich tanze, auch noch. Und ich muss da jetzt einiges nacharbeiten. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich dafür brauche, weil ich muss das ja neben dem regulären Tagesgeschäft noch irgendwie erledigt bekommen. Deswegen habe ich jetzt erstmal entschieden, bis auf Weiteres ein Video pro Tag zu machen, bis sich das Ganze ein bisschen normalisiert hat. Und ich will jetzt auch noch nicht versprechen, dass es danach mehr wird. Einfach aus dem Grund, der ein oder andere hat es vielleicht schon festgestellt. Es hat sich an der einen oder anderen Stelle an meinem Aufnahmeverhalten nochmal ein bisschen was geändert mit Pausen, die ich reinmache, Schnitten, die ich reinmache und so weiter. Und ja, ich bin da leider noch nicht ganz da, wo ich eigentlich hin wollte. Und es wird so sein, dass ich das Ergebnis, was ich eigentlich erzielen möchte, nur hinbekomme, wenn ich mir jede Folge nochmal komplett von A bis Zink angucke und sie von vorne bis hinten dann eben nochmal bearbeite und damit Schnitten und so weiter arbeite. Das habe ich bisher nicht so gemacht. Ich habe über Pauseknöpfe gearbeitet, so dass ich quasi am Stück aufgenommen habe und immer wenn ich einen Schnitt drin hatte, habe ich einfach Pause gedrückt und habe dann die Aufnahme fortgesetzt, wenn es weitergehen sollte. Ja, hat aber den Nachteil, dass man da dann im Nachgang nicht mehr so viel bearbeitet. Und dementsprechend, ja, ich finde es halt von der Qualität her einfach ein bisschen besser. Wir haben jetzt schon so viele Staffeln gerade auch in diesem Spiel gemacht, wo ihr gesehen habt, wie ich jetzt wie zum Beispiel heute auch wieder rumrenne und Steine hacke, Bäume hacke und so weiter. Und solche Sachen möchte ich in Zukunft ein wenig reduzieren. Ne, jetzt ist okay, jetzt quatsche ich euch gerade wieder einen Knopf an der Backe mit meiner Lebensgeschichte, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber ich sag mal, im normalen Verlauf, wenn jetzt keine Riesenpause davor war, dann ist das hier einfach so täglich Brot. Und das sind dann so Dinge, die werde ich dann offscreen eben machen und werde da halt mehr mit Schnitten und Übergängen und so weiter arbeiten. Und dementsprechend werden die Folgen zwar nicht länger werden, wahrscheinlich sogar ein paar Minuten kürzer, nicht viel, aber ein bisschen. Ich werde trotzdem die 20 bis 30 Minuten immer versuchen hinzubekommen. Aber es wird auf Dauer so sein, dass dann halt auch mal in einer Folge so ein halber oder sogar ein Dreiviertel Ingame-Tag verbaut ist. Und da hängt dann zum einen mehr Spielzeit drin und zum anderen dann nachträglich noch mehr Schneiderarbeit. Und dementsprechend nimmt das halt viel, viel mehr Zeit in Anspruch, als wenn ich jetzt einfach hingehe und sage, ich spiele jetzt einfach 20 Minuten, eine halbe Stunde, überlege mir vorher so grob, was ich machen will und lege einfach los. Ja, möchte das einfach mal ausprobieren. Ich werde jetzt die Chance nutzen, dadurch, dass ich jetzt eh nicht so viel Zeit habe und werde das mal mit einer Folge machen. Mal sehen, wie das ankommt bei dem einen oder anderen. Und sobald ich dann zeittechnisch wieder da bin, werde ich auch anfangen, die Qualität da nochmal ein bisschen zu verändern. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Vielleicht kriege ich es ja irgendwann hin, doch nochmal 2 am Tag zu machen. Aber im Moment sieht es erstmal nicht danach aus. So, jetzt sind wir wieder da. Ich habe ein paar Materialien besorgt. Dann machen wir jetzt hier nochmal ein ordentliches Upgrade. Und gucken mal, dass wir den Mörser fertig kriegen und nochmal ein bisschen Munition. Wie geht's hin, ne? Zement, volle Pulle, 15 Stück, das ist jetzt nicht sonderlich viel. Aber besser als nichts. Und die 40 nehmen wir auch noch mit. Ich werte jetzt hier erstmal alles nur auf Stein auf. Einfach aus dem Grund, weil wir das ja jetzt erstmal testen. Muss aber irgendwas muss ich hier reinpacken, weil sonst dreht er sich da nachher hin. Das ist dann auch Käse. Aber ich darf nicht, ne? Muss ich jetzt noch eine Brücke setzen? So vielleicht. Und da dann noch eine Mauer dran. Okay, also so dürfte ich das machen. Lass das jetzt auch mal in Holz. Wenn es abfackelt, fackelt es halt. Wo es tatsächlich schwierig werden könnte, ist, dass der anfängt, mich hier rumzuballern, ne? Das heißt, ich würde jetzt hier mal gucken, dass ich einmal die Kante noch ausbaue. Auch hier erstmal nur mit Holz. So nicht. So auch nicht. So hätte ich es gern. Dass er mir meine Tische hier nicht wegschießt. Also auf der Höhe würde gehen. Na gut, dann machen wir es halt so. So, und dann sollten die ein bisschen geschützt sein hier. So, genau, hier ist ja die Fallball-Teststrecke, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Da werde ich jetzt hier, das war nicht so klug, einmal kurz noch die beiden Mauern verbessern. Und dann reißen wir hier die Treppen ab und werden dann gucken, ob das Fallbeil auslöst, wenn der Riese da durchrennt. Und wenn ja, dann werde ich hier nochmal eine komplette Fallbeilstraße machen, ähnlich wie ich es hier vorne gemacht habe. Komme ich von unten da ran? Jawohl, passt. So, dann fangen wir hier mal beim ersten an.
Reparieren. Upgrade. Und los geht's. Und der nächste. Ach, da fehlen schon wieder Seile. Nehmen wir hier den Strom nochmal mit. Beziehungsweise ich kann das auch einfach so zusammenkabeln. So. Dann hole ich nochmal schnell ein paar Seile. Oh, hier geht schon los. Was wollt ihr von meiner Treppe? So. So, jetzt müssen wir natürlich mal wieder warten, bis die Jungs hier alle erledigt sind, bevor wir hier weitermachen können. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Munition gebastelt für die Mörser. Ich werde hier jetzt einfach erstmal überall die 33 Stück reinzimmern. So, die Welle hat begonnen. Es ist 0 Uhr und ich habe gerade noch ein Problem gefunden, was ich irgendwie lösen muss. Und zwar laufen diese beiden Windkraftgeneratoren hier nicht mehr. Ich vermute, dass das an den Mauern liegt, die ich hier hochgezimmert habe. Problem ist, ohne diese beiden Windkraftgeneratoren laufen meine Plasmaschocker nicht. Muss ich jetzt zusehen, dass ich die Dinger so schnell wie möglich irgendwie wieder ans Laufen kriege. Ich hoffe mal, dass ich das mit der neuen Verkabelung dann hinbekomme. So. Ansonsten, Welle hat begonnen. Mörser sind alle bestückt. Das passt soweit. Jetzt nur noch die Frage, wo ging das nochmal rein? Ich habe keinen blassen Schimmer. Hier, glaube ich. So, jetzt müsste es passen. Und jetzt drehen sie sich auch beide wieder. Und jetzt starten auch die Plasmaschocker. Herrlich. So, dann können wir ja mal in Position gehen. Ja, Lichter habe ich angemacht. Oben habe ich jetzt nichts weiter verändert, seit wir uns vor der letzten Pause das letzte Mal gesehen haben. Das passt soweit. Und ja, wie gesagt, was wir testen werden heute Nacht, ist einmal, ob diese Falltüren-Konstellation hier ausreicht, um die Riesen zu erledigen. Ansonsten, wenn das nicht ausreicht, habe ich von euch schon Tipps bekommen, wie ich die besser aneinander reihen kann. Dann werde ich das nochmal tauschen. Dann die zweite Geschichte, ob hier hinten der, oh, nicht so weit, das eine Pfeilbeil hier die Riesen erwischt und Schaden macht. Und der letzte Test, da hinten hinter der Wand steht ja der Mörser, ob der vernünftig dann nachher auf unsere Riesen drauf kann. Das sind die drei Sachen, die wir heute testen wollen. Ich habe den Schalter umgelegt für die schweren Schusswaffen. Wir müssten so roundabout um die 250 bis 300 Schuss vom Mörser haben. Das sollte also genügen. Ja, und bis 1 Uhr werden wir jetzt hier einfach abwarten. Und um 1 werde ich dann den Schalter umlegen. So dass die Mörser mit reinschießen. Mal gucken, wie es läuft. We'll be right back.
Okay, hier schießt der Mörser so ein bisschen nach hinten. Schauen wir mal, auf wen er da schießt. Ah, cool. Guck mal, die Straße hier wird auch mitgenommen. Ich glaube, das würde ich wahrscheinlich sogar so stehen lassen. Juhu, das mit dem Fallbeil scheint ja zu funktionieren. Das ist cool, dann bauen wir da jetzt auch eine komplette Fallbeilstraße, wie für die schweren Zombies. Da kommt der erste Riesenzombie zu den Falltüren. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Und nein. Es funktioniert nicht, aber ist nicht schlimm. Ihr habt mir da in den Kommis schon Hinweise gegeben, wie ich das eventuell nochmal umbauen kann oder anders bauen kann. Das werden wir dann auch dementsprechend umsetzen. We'll be right back.
Ja, das lief ja verhältnismäßig entspannt, bin ich ganz zufrieden mit. Wir haben jetzt nochmal so ein, zwei Punkte bekommen, die wir optimieren müssen. Einmal das mit dem Falltüren, das läuft noch nicht so richtig, so wie es soll. Das werden wir nochmal anpassen. Und dann müssen wir eigentlich uns nur noch um den weiteren Ausbau kümmern, dass wir mehr Mörser, mehr Fallbeile hinbekommen, das alles vernünftig aufgewertet kriegen. Das heißt, in den nächsten Folgen werden wir uns, so wie es im Moment aussieht, mit einigen Loot-Ausflügen auseinandersetzen. Denkt dran, es kommt jetzt nicht mehr jeden Tag eine Folge. Immer dienstags, freitags und sonntags, wobei sonntags immer die Folge ist, beziehungsweise der Uncut-Livestream, den ich nach wie vor donnerstags abends 20 Uhr auf Twitch mache. Also an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.